So, schlafen. Jo. Hinein wäre. Na gut. Und dann jetzt wieder da bei dem Fluss rüber. Gucken, was da unten ist. Und wenn wir da dann nichts finden, dann... Ja, dann müssen wir uns irgendwo am Fluss weiter umgucken. Nach dem Heske, ja. Aber wenn der Taverne schon sagt, unten am Fluss, dann dürfte das doch nicht allzu weit weg sein. Also schon gar keine 3-Tages-Märsche. Nein, wollen wir nicht betreten. Wir wollen weiter. Wir hatten die Route doch schon weiter geplant. Warum hält er jetzt hier an? Oh ja, komisch. Reiseoption. Umdrehen. Ah, müssen wir wahrscheinlich den anderen Ausgang nehmen. Na gut. Da. Ja. Ne, hier war... Genau, hier war der Hafen, den wir aber nicht benutzen dürfen, weil die Orks den blockieren. Das müsste dann der Westausgang sein. Ja, wir wollen im Westen die Stadt verlassen. Routenplanung. Wir würden gerne nach Westen. Zu viele Silbertaler für eine Überfahrt ausgeben. Dann würden wir gerne weiter nach Westen und von da aus Südwesten eine neue Strecke erkunden. Ja, und da schon spät in der Nacht ist, wird er wahrscheinlich gleich abhauen wollen. 12 Silber pro Person. Das sind 7 Dukaten. Warten wir kurz. Nö, er will nach Hause. Dann bezahlen wir doch die 7 Dukaten. Und schlafen sofort ein. Ja, also wir hätten natürlich auch gleich die Stadt nutzen können, um unsere Säbel zu verkaufen. Aber ich denke mal, wir werden da eh nicht weit kommen. Das heißt, wir erforschen das kleine Fitzelchen da unten links. Wahrscheinlich irgendwelche Elfenpfeile oder Zwergenbolzen, die uns gleich wieder zurückscheuchen. Und dann gehen wir zurück in die Stadt. Verkaufen dann die Säbel von den Orks und Goblins, die wir eingesammelt haben. Kaufen Gwendolyn eine neuen Rapier. Gucken, was unsere Pfeilvorräte so machen. Und wir entdecken ein schönes Plätzchen am Flussufer. Lagerplatz suchen. Und jetzt muss ich gleich ganz darauf achten, dass wir nicht zu schnell laufen, dass nicht irgendwas passiert. Oh, Endpunkt der geplanten Route. Routenplanung. Wir können nach Westen und nach Norden. Also wir können uns auch irgendwo hier durchschlagen. Wir gehen erstmal nach Westen. Eine neue Strecke erkunden. Wieder ein schönes Plätzchen. Routenplanung. Wir können jetzt von diesem Fitzelchen hier aus noch nach Südwesten gehen. Oder nach Südosten. Südosten könnte auch interessant sein, eine Verbindung hier rum zu bekommen. Denn je mehr Strecken wir um eine Stadt herum wissen, desto besser. Nur für den Fall, dass die Orks irgendwann mal richtig ernst machen. Aber erstmal Südwesten. Neue Strecke erkunden, ja. Schon seit geraumer Zeit mehren sich die Anzeichen einer großen Gruppe in der Nähe ausgeweideter Tierkadaver. Gefällte Bäume und eine Spur der Verwüstung durch das Unterholz. Dann riecht ihr den Geruch von Lagerfeuern und kurz danach könnt ihr ein großes Lager der Orks entdecken. Wir wollen leise vorbeigehen? Nee, nicht mit Schuppenpanzern, Großschilden und Tirik. Also drehen wir um. So viel dazu. Wir marschieren mal ein kleines Stückchen in die Nacht weiter, damit wir nicht direkt in den Orks kampieren müssen. Und gehen jetzt von hier aus mal nach Südosten, um zu gucken, was da ist. So. Und danach, wenn wir wieder auf der Straße sind, dann können wir auch in die Stadt zurück. Eine Yoruga-Wurzel, sehr schön. Die war nicht für Dummschädel, sondern für noch irgendwas anderes ganz gut. Ihr findet ein Beutelchen mit getrockneten Kräutern. Mitten in der Wildnis? Das ist ja komisch. Wir können jetzt direkt nach Osten durch oder nach Süden ins Gebirge rein. Also eigentlich wollte ich in die Stadt zurück, aber die Gebirgswege würde ich eigentlich auch ganz gerne erforschen, da ja hier überall Minen sein sollen. Also die alten Minen von den Zwergen, wo sich jetzt aber teilweise Orks eingenistet haben.
Aber das versuche ich mir mal zu merken. Wir gehen jetzt erstmal nach Osten, in die Stadt zurück und danach gehen wir hierhin zurück. Kurz weiter marschieren. So. Schlafen. Jo. 2 Gullmondblätter, 3 Tanelen. Also die Tanelen sind ja nicht so viel wert, aber wenn wir davon recht viele haben, können wir die zwischendurch auch verkaufen. Und das sind auch ein paar Silbertaler, das passt schon. So, wir haben noch mehr Abwegmöglichkeiten. Also hier konnten wir nach Süden, hier können wir nach Süden. Alles schön merken. Eine neue Strecke erkunden, ja. Und wir decken am Ufer eine Holzhütte. Ach, das war der Firunstempel, glaube ich. Hier gehen wir weiter. Routenplanung. Und jetzt, von Norden kommen wir, also von diesem kleinen Fitzelchen Norden. Das heißt, Nordosten müsste der Weg zur Stadt sein. Ja, genau. Sehr schön. Ja, mir macht das richtig Spaß mit diesem Kartenzeichnen. Auch wenn das ja eigentlich T-Rex-Drop ist. Aber die ganzen Wege hier einzeichnen und erforschen, wo was sein könnte. Auch wenn wir nicht besonders viel finden. Aber trotzdem macht es mir Spaß. Nur für den Fall, dass wir da mal lang müssen. Oder irgendwelche Zufallsbegegnungen nur da zu finden sind. Finde ich das schon sinnvoll. So, wir müssen jetzt wieder über den Fluss. Achso, nein, nicht weiter fortsetzen. Ja, und es ist wieder spät abends. Wir versuchen kurz zu warten. Passiert aber nicht, also müssen wir bezahlen. Und fallen total übermüdet kurz vor der Stadt auf dem Boden zusammen. Nee. Oh, Mürrim ist krank geworden. Das ist nicht gut. Ja, wir wollen die Stadt betreten. Was hat denn Mürrim? 5 Körperkraft weniger. Das hatten wir schon mal gesehen. Das ist keine blaue Keuche, oder? Talent anwenden, Krankheit heilen, Mürrim. Ach, nur Dumpfschädel. Okay, also merken, Dumpfschädel zieht 5 Körperkraft ab. Krankheit ist weg und 4 Lebenspunkte. Gute Sache. Ja, da sollte man echt super vorsichtig sein, was die Krankheiten angeht. Aber allgemein komisch, dass sie sich erkältet hat. Auch wenn ich einen Verdacht habe. Denn mir wurde schon gesagt, dass die Schlafsäcke zu warm sein könnten im Sommer. Und wir stattdessen, solange es Sommer ist, zurück auf die Decken wechseln sollten. Weil sie halt nachts schwitzen und dadurch schneller krank werden. Was ich einerseits sehr cool finde, dass sie das reinprogrammiert haben, so eine kleine Details. Andererseits auch ein wenig lästig, weil wir dann andauernd unsere Sachen hier tauschen müssten. Aber ja, müssen wir mal gucken. Das Schuhwerk wollte ich mir nochmal angucken. Die Nähte sind schon aufgeplatzt und die Sohle hat bereits Löcher. Das hört sich schlimmer an als das letzte Mal bei Tirik. Also schmeißen wir die mal weg. Und ziehen die hier an. So. Bei der anderen sieht es wahrscheinlich nicht besser aus. Sohle ist schon ziemlich abgelaufen. Ich glaube, ziemlich abgelaufen ist eine Vorstufe von diesem löchrigen. Das heißt, die kann er erstmal behalten. Hat bereits Löcher. Okay, also Jalle müsste es ausgetauscht werden. Da ist Ersatz. Sehr schön. Du. Wegwerfen. Ja. Ersatzschuhe an. Das heißt, davon werden wir gleich auch noch ein paar kaufen müssen. Abgelaufen. Abgelaufen. Gerugan fehlt noch. Abgelaufen. Ja, also die gehen, glaube ich, noch. Hoffe ich einfach mal. Trotzdem sollten wir 2 neue kaufen. Da ist der Hafen. Ich habe nochmal so einen halben Blick auf die Umgebung. Was haben wir denn hier? Ist da was? Nee. Also ich als Spieler habe ein Gerücht, habe einen Kommentar gelesen, dass ich hier irgendwo was übersehen haben sollte, was den NPC angeht. Aber ich weiß nicht, was... Oh. Wieder entdeckt ihr einen Aushang an der Hauswand. Esst lieber doch nicht mehr Käsetoast. Okay. Wenigstens das wiederholt sich nicht. Und da ist einer. Okay.
Ja, dann kann ich es doch verkraften, dass ich jetzt quasi unsere Heldengruppe gespoilert habe. Da unsere Heldengruppe ja nicht weiß, dass wir da irgendwas übersehen haben. Aber die dürften eigentlich ihn da sitzen gesehen haben. Auch wenn das ziemlich versteckt ist. Na gut, sprechen wir ihn einfach mal an. Auf der Wiese liegt mit einem Grashalm im Mund ein rothaariger Mann auf dem Rücken. Es könnte ein wahrhaft romantisches Bild sein, wenn da nicht das verschlagene Gesicht, der fast zahnlose Mund und die zahlreichen Dolche des Mannes, die den Eindruck ins Gegenteil verkehren. Und die Orks im Hintergrund. Ihr sucht mich. Stimmt, genau, wir brauchen eure Hilfe. Oder woher wisst ihr das? Und wenn schon, klingt irgendwie ein bisschen patzig. Woher wisst ihr das? Sonst wäret ihr nicht hier. Er grinst wirklich widerlich. Ist zu gefährlich. Das hört sich echt ein bisschen so an, als wenn er uns überfallen wollen würde. Wir könnten ihn direkt fragen. Aber dann werden wir vielleicht überfallen. Und wir sollten ein bisschen Stärke demonstrieren. Gefährlich? Wollt ihr, armselige Gestalt, uns etwa drohen? Obwohl das klingt zu... Na komm, was wisst ihr über Sternenschweif? Oho, über ein solches Thema redet man hier und jetzt nicht. Aber ich könnte euch den richtigen Ort bringen. Und das kostet bestimmt ein Zuschlag. Wie viel? Oder das könnte euch so passen? Ah, wir lassen uns nicht in der dunklen Ecke locken und abstechen. Guten Tag noch. Der letzte Punkt ist gar nicht so abwegig. Also auf jeden Fall irgendein Schurke. Das heißt aber nicht, dass er nicht doch was wissen könnte. Und das kostet bestimmt auch irgendeinen Zuschlag, stimmt's? Sagen wir 30 Dukaten. Das ist ganz schön, hab ich. Dafür können wir ja 30 mal über den Fluss. Nein, so sollten wir nicht rechnen. Na gut, wir haben, ich glaube, 100 oder noch mehr Dukaten momentan. Also könnten wir es uns leisten. Wenn er uns nicht sagt, wo es ist, verprügeln wir ihn einfach und holen uns die Dukaten wieder. Also ja. Henske nimmt euer Geld, zählt es gemütlich nach und meint dann, bei Sonnenaufgang treffen wir uns wieder hier. Bis dann. Jetzt verzieht er sich noch. Das ist echt kurios. Schicken wir erstmal Gwendolyn nach vorne. Nur so für den Fall, dass sie irgendetwas bemerkt. Ich spreche ihn einfach nochmal an. Kommt beim Morgengrauen. Ich will jetzt meine Ruhe haben. Ja, der verzieht sich doch bestimmt. Können wir uns irgendwo verstecken? Nee, anscheinend nicht. Das finde ich jetzt gar nicht toll. Also eigentlich würde ich gerne die Heldengruppe hier irgendwo sich verstecken lassen und gucken, wo er hingeht. Weil wenn er jetzt bis Morgengrauen einfach weggehen darf, ohne deswegen was machen, dann verzieht er sich einfach mit unseren 30 Dukaten. Na gut, verkaufen wir kurz unsere Waffen, holen den neuen Rapier und suchen uns dann eine Herberge. Trotzdem bin ich nicht sehr glücklich. Hier war der Tempel. Müsste ich hier irgendwo? Nö. Ich glaube, ich habe mich eindeutig verlaufen. Tirik, was sagt die Karte? Die Karte sagt... Waffenhändlerin. Oh, so sehr habe ich mich gar nicht verlaufen. Also nach Osten und dann rechts ab. Osten. Salamander. Nein, danke. Und plötzlich hört er eine dünne männliche Stimme mehrmals rufen. Ihr Gesindel, halt! Wollt ihr warten und den Schreihals zur Rede stellen oder unsere Wege gehen? Ah, das könnte irgendeine Handlanger der Orks sein. Aber wir stellen ihn mal zur Rede. Mit den Orks können wir eventuell auch klarkommen. Ein alter Mann, gebeugt auf einem Stock, kommt in erstaunlichem Tempo um die Ecke gehumpelt. Nachdem er sich kurz umgedreht, geht er auf euch zu und meint,
Ihr gehört doch sicherlich zu der Bande, die am Fluss hier Unwesen treibt. Wenn ich euch hier noch einmal sehe, dann hetze ich euch die Stadtgarde auf den Hals. Wir könnten ihm eine überziehen, aber das ist total übertrieben. Wir können ihm versichern, dass wir die Stadt gerade verlassen. Oder ihm ein Schweigegeld anbieten. Wir würden ihm gerne sagen, dass wir da nicht zugehören. Weil wir in Schuppenpanzern und dergleichen rumlaufen und die Lumpen vor der Stadt bestimmt nur Lederrüstungen. Wir versichern, dass wir die Stadt gerade verlassen. Wenn ihr euer Bündel packt und 10 Dukaten Strafe zahlt, könnt ihr diesen Ort als freie Männer verlassen. Bitte was? Nee. Irgendein Typ auf der Straße mault uns an und sagt, dass wir ihm Geld geben sollen, sonst verpfeift er uns für etwas, was wir nicht getan haben. Nö, den erteilen wir jetzt eine Lektion fürs Leben. Kaum habt ihr die Hand an den Alten gelegt, erscheint aus dem Schatten eines Hauses eine Schar von 20 kräftigen Gardisten. Einer von ihnen greift sich Gerogon und prügelt ihn mit Hilfe seiner Kollegen, bis er besinnungslos am Boden liegt. Danach malt er besonders kräftig gebauter Hühner. Eines Fremde wisset, wer Peridor nicht achtet, dem bringen Arnwit Achtung bei. Daraufhin ziehen sich die Gardisten und der Alte ohne weitere Worte zurück. Uff. Das war nicht schön. Und Gerogon ist halb tot. Mann. Diese Stadt ist echt sehr unfreundlich geworden und das Ganze sehr schnell. Und er ist auch noch krank? Nein. Ohnmächtig war er wahrscheinlich. Ja, muss man echt aufpassen. Aber das kam mir so komisch vor. Dass der einfach so sagen kann, ihr müsst uns jetzt Geld geben, wenn ihr nicht dies und das macht. Da kann ja jeder daherkommen. Aber er hat das anscheinend alles geplant, mit der Garde zusammen. Also ja, die Garde wird eh korrupt sein, wenn sie den Orks untersteht. Die richtigen Gardisten werden entweder im Kampf gefallen sein oder geflohen. Trotzdem sehr doof. Na gut, wir wollten zu der Waffenhändlerin. Dazu müssen wir jetzt nach Westen und die zweite links rein. Nach Westen. Und die erste, zweite links rein. Sehr schön. Na gut, dann speichern wir nach dieser Prügelaktion doch mal lieber ab. Und kaufen dann gleich in Ruhe ein. LP 018 und bis gleich.